Heute ist es mal an der Zeit, jemandem einen Videowunsch zu erfüllen. Und zwar hat Inquisitor Phönix vor kurzem unter einem anderen Video unter anderem das Folgende geschrieben: Ich habe das Gefühl, dass der Krieg in der Ukraine die Umfragewerte der Amtsinhaber westlicher Länder deutlich stärkt. Könntest du dies vielleicht mal genauer überprüfen? Ja, machen wir das doch mal. Schauen wir uns doch mal einige westliche Länder an und schauen mal auf die Umfragewerte der letzten Zeit, beziehungsweise eben im Vergleich dann vor allen Dingen zu Umfragewerten unmittelbar vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und damit das Video nicht zu lange werden wird, habe ich mich dabei jetzt auf 4 Länder beschränkt, nämlich auf Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA. Und wir beginnen mal mit Deutschland und schauen uns mal hier diese Folie an. Wir können nämlich hier sehen einmal den Schnittwert der Umfrageergebnisse vom 17. bis zum 23. Februar. Das ist also genau die Woche vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und dann sehen wir den Schnittwert des Zeitraums vom 14. bis zum 20. März. Nun ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich auch da 17. bis 23. haben wollte, aber ja, es gab zwischen dem 14. und dem 20. einfach mehr Umfrageergebnisse, deswegen habe ich diesen Zeitraum gewählt. Wenn wir uns jetzt mal diese Umfragewerte anschauen, beziehungsweise eben die Schnittwerte der Umfrageergebnisse anschauen, dann können wir sehen, dass tatsächlich die Partei von Olaf Scholz, nämlich die SPD, am meisten dazugelegt hat in dieser Zeit. 2,1 Prozentpunkte sind das eben mehr nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges als unmittelbar davor. Also hat tatsächlich die SPD davon ein bisschen zumindest an Aufwind erfahren. Naja, ein bisschen ist vielleicht sogar wenig gesagt. Es ist schon ein deutlicher Zugewinn, nämlich diese 2,1% sind das größte Zugewinn, den wir hier auch sehen können von allen Parteien. Und insofern hat die SPD durch diesen Ukraine-Konflikt ja ein bisschen was eben dazu gewonnen. Die Grünen haben auch übrigens klar dazu gewonnen, 1,5 Prozentpunkte, was durchaus auch darauf zurückzuführen ist, oder meines Erachtens darauf zurückzuführen ist, dass eben die Grünen die Außenministerin stellen mit Annalena Baerbock und sie damit auch profitieren kann von ihrem Verhalten, von ihren Handlungsweisen. Wenn sie eben gut ankommen, dann kommt das natürlich auch für die Grünen gut an. Anders ist das Ganze im Übrigen bei der FDP. Die hat 1,1 Prozentpunkte verloren seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, zumindest bis eben zum 20. März. Das zeigt zumindest, dass nicht die gesamte Regierung, nicht alle Regierungsparteien dazu gewonnen haben. Aber was man sagen kann, ist, die Regierungskoalition hat insgesamt 2,5 Prozentpunkte dazu gewonnen und die Partei des Amtsinhabers, also die Partei des Kanzlers, hat 2,1 Prozentpunkte dazu gewonnen. Also für Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, ist die Beobachtung von Inquisitor Phönix richtig, dass die Partei des Amtsinhabers eben doch dazu gewonnen hat, und zwar klar dazu gewonnen hat. Was übrigens interessant ist, ist, dass die Linke 1,4 Prozentpunkte verloren hat seit dem Kriegsbeginn eben bis zum 20. März. Das ist aber nicht verwunderlich, denn der Linken wird ja im Prinzip ihre Haltung zu Russland zum Verhängnis zurzeit oder ist zumindest in letzter Zeit zum Verhängnis geworden. Ja, wie ist das Ganze jetzt in Frankreich? Da schauen wir mal auf die erste Wahlrunde zur Präsidentschaftswahl, die ja bald stattfinden wird. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das der 10. April. Und ja, da schauen wir mal, wie es zum Beispiel bei Macron aussieht. Macron ist ja der aktuelle Staatspräsident von Frankreich. Und wenn wir mal schauen, wie seine Umfrageergebnisse vor dem Ukraine-Krieg aussahen und wie sie eben vom 17. bis zum 23. März aussahen, dann können wir sehen, dass er deutlich tatsächlich dazu gewonnen hat. 3,8 Prozentpunkte steht Macron besser da in diesem Zeitraum als noch im Zeitraum 17. bis 23. Februar. Und so können wir auch in Frankreich sagen, dass der Amtsinhaber doch vom Ukraine-Krieg, zumindest was seine Werte betrifft, profitiert hat. Eben aufgrund seiner Handlungsweisen, aufgrund seines Verhaltens, das kommt dann irgendwo auch gut an, offensichtlich bei den Franzosen, und hat dazu geführt, dass Macron dazu gewonnen hat. Allerdings, das muss ich auch sagen, hatte Macron schon mal auch stärkere Werte seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Also so der generelle Trend ist, dass Macron jetzt zuletzt zumindest wieder ein bisschen nachgelassen hat in den Werten. Aber wir sehen, er steht immer noch 3,8 Prozentpunkte besser da als vor dem Ausbruch des Kriegs, zumindest wenn wir den Zeitraum bis zum 23. März betrachten. Ansonsten auch vielleicht gerade interessant bei der Gelegenheit, wo wir schon mal hier über Frankreich reden: Marine Le Pen hat mittlerweile den zweiten Rang relativ klar inne und Jean-Luc Mélenchon hat den dritten Rang übernommen. Und wir sehen ja auch, dass gerade diese Kandidaten auch dazugelegt haben seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Dagegen haben Pécresse und Zemmour doch deutlich an Zustimmung verloren. Gut, als nächstes gehen wir in das Vereinigte Königreich und wir schauen nur auf Umfrageergebnisse zum gesamten UK. Es gibt viele Umfrageergebnisse nur für Great Britain, aber zum UK gehört eben auch Nordirland noch dazu und deswegen will ich auf Umfrageergebnisse für das gesamte UK schauen. Das führt halt dazu, dass im Zeitraum vom 17. bis zum 23. März leider nur ein Umfrageergebnis verfügbar ist.
Und wir vergleichen also hier oben ein Umfrageergebnis aus dem oberen Zeitraum mit zumindest drei Umfrageergebnissen im Zeitraum vom 17. bis zum 23. Februar. Worauf müssen wir achten? Naja, auf die Partei des Amtsinhabers, also auf die Partei, die den Premierminister stellt aktuell, das sind die Conservatives. Die stellen ja mit Boris Johnson den Premierminister. Und wenn wir auf die Conservatives blicken, dann sehen wir, naja, gibt es gerade mal einen Prozentpunkt an Zugewinnen. Das ist nicht viel. Und ja, anders als in Deutschland und dann in Frankreich kann man sagen, dass die Partei des Amtsinhabers nicht wirklich viel dazu gewonnen hat. Zumindest bis zum 23. März im Vergleich eben, oder in diesem Zeitraum 17. bis 23. März im Vergleich eben zum Zeitraum direkt vor dem Kriegsbeginn. Tja, woran könnte das denn liegen im UK? Ich kann es nur spekulieren, aber Boris Johnson ist natürlich umstritten gewesen, unmittelbar vor dem Kriegsbeginn. Es gab ja diverse Skandale, die ans Licht gekommen sind, die unter anderem oder vielleicht auch hauptsächlich aus der Corona-Pandemie stammen und die eben die Missachtung von gewissen Lockdown-Regeln betrifft. Also es kann gut sein, dass hier eben das auch Wirkungen sind, die länger andauern und deswegen die Conservatives nicht weit nach oben gekommen sind jetzt im Laufe dieses Ukraine-Krieges. Ja, wie ist das jetzt in den USA? Da schauen wir mal auf die Approval- und Disapproval-Ratings von Joe Biden und zwar basierend auf den Werten von 538. Die Seite kann ich auf jeden Fall empfehlen, könnt ihr mal gucken. Unten ist ja auch ein Link angegeben, also 538 einfach eingeben auf Google zum Beispiel, dann kommt man dahin. Ich glaube, die Seite ist 538.com, also wer sich für die Seite interessiert und sie nicht kennen sollte, kann sie mal aufrufen, das ist wirklich ganz interessant. Und was wir hier sehen können, ist einmal die Zustimmungsrate in grün für Joe Biden und in rot die Ablehnungsrate für oder von Joe Biden. Und 538 benutzt ein mathematisches Modell, mit dem entsprechende Umfrageergebnisse zu dieser Frage ausgewertet werden. Und wir sehen dann hier auch Schnittwerte, die von 538 angegeben werden oder zumindest errechnete Ergebnisse aufgrund dieser Umfrageergebnisse. Und ja, was wir sehen können, ist, dass sowohl die Zustimmung als auch die Ablehnung sich nicht wirklich dramatisch viel verändert hat für Joe Biden. Das muss man tatsächlich sagen. Also ja, zu Beginn des Ukraine-Krieges ging die Zustimmung erstmal ein bisschen in den Keller. Aber selbst da muss man sagen, sie ist nicht massiv eingebrochen. Das wirkt zwar so, als wäre da wirklich viel passiert, aber wir reden hier von einer Veränderung von ja, 42% auf vielleicht 40,5% etwa. Das wirkt jetzt sehr viel, aber ist im Endeffekt immer noch ein Bereich von 1,5 bis ja so um die 2 Prozentpunkte, in der wir hier uns bewegen. Und dann gehen ja die Werte auch wieder nach oben. Das sehen wir ja bis zum 4. März. Und mittlerweile ist es auch so, wenn wir auf den 25. März blicken, dass sein Zustimmungswert so etwa das Niveau hat von dem Wert von unmittelbar vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also da hat Joe Biden jetzt weder großartig verloren noch großartig dazugewinnen in der Zustimmung, genauso wie aber auch bei der Ablehnung. Da sehen wir, dass die Ablehnung zwar dann ja gesunken ist, aber auch das ist nicht so ganz dramatisch gewesen. Also immer noch eine absolute Mehrheit hat ihn in jeder Zeit eben noch abgelehnt hier, wenn wir auf diese Werte blicken. Und dann ist sein Wert wieder angestiegen bei der Ablehnung und der liegt jetzt in etwa auf dem Niveau eben von direkt vor dem Krieg. 52,7% waren es am 23. Februar und ja 52,8% waren es am 25. März. Also was wir jetzt am Ende dieses Videos festhalten können, ist, dass es ein ambivalentes Bild gibt. In den USA zum Beispiel ist es so, dass Joe Biden jetzt nicht wirklich profitiert hat oder bessere Werte hat als noch unmittelbar vor dem Ukraine-Krieg. Da kann man sagen, gibt es diesen Effekt eben nicht, dass er als Amtsinhaber davon wirklich profitiert hat, auch von seinem Verhalten. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass die USA eine andere Einstellung zum Ukraine-Krieg in dem Sinne haben, als dass der Krieg ja nun doch sehr weit weg ist. Für uns in Europa ist der Krieg nun doch ziemlich nah und Sicherheitssorgen sind bei uns sicherlich größer als in den USA. Also das meine ich damit. Im UK, na wie gesagt, könnte ich vermuten, dass auch die Person Boris Johnson da ein bisschen die Conservatives hindert, bessere Werte zu haben, aber in Frankreich mit Macron und in Deutschland, Scholz und die SPD haben auf jeden Fall dazu gewonnen. Das heißt, zurückgehend kann man sagen, das Gefühl, dass Amtsinhaber westlicher Länder stärkere Umfragewerte haben, ist ein Gefühl, das man in manchen Ländern auch bestätigen kann tatsächlich und in manchen Ländern eben dann auch nicht. Das soll es also zu diesem Video gewesen sein. Ihr könnt gerne kommentieren und das soll es also für heute gewesen sein. Bis bald.